Nemo, herzlich willkommen am Böllenfalltor. Die Klassikerfrage bekommst du gleich zu Beginn. Warum hast du dich für einen Wechsel zum SV Darmstadt 98 entschieden? Ja, ich bin das erste Mal aufmerksam worden auf den Verein, dadurch, dass ich die zweite Liga verfolgt habe in Deutschland und ich den nächsten Schritt gerne ins Ausland gesetzt haben wollte. Und ja, die waren interessiert an mir und das hat mir der Berater damals mitgeteilt und ich habe mir einen Eindruck vor Ort machen wollen. Sind wir hergeflogen und ja, das Umfeld hat passt, die Leute waren super, die Bedingungen sind top und ich habe mir einfach gedacht, ja, war sehr überzeugt, dass das der nächste richtige Schritt sein könnte. Du hast angesprochen, dass du die zweite Liga verfolgst. Dann wirst du dir sicherlich auch angeschaut haben, wer nächstes Jahr welche Mannschaften da in der zweiten Liga auflaufen werden. War das für dich nochmal ein besonderer Anreiz, dann wirklich diesen Schritt hier nach Deutschland zu wagen? Das war auch einer der Mitgründe, wieso der Schritt einfach so interessant für mich ist, weil eben die Plattform nächstes Jahr auch echt gut ist und die Liga sehr, sehr interessant, wie noch lange nicht. Und ja, einfach cool, wenn man sich anschaut, was für Mannschaften und große Teams eigentlich dabei sind in der Liga. Viel Zeit bis zum ersten Spieltag ist jetzt nicht mehr bis zum Wochenende. Für dich gut, dass es direkt in die Vollen geht, oder bist du jemand, dem es schwerfällt, sich schnell irgendwie neu zu gewöhnen im neuen Umfeld? Ich denke, ich bin ein einfacher Typ, ich brauche nicht lange, aber bei der Entscheidung ist eigentlich echt alles schnell gegangen, seit dem Zeitpunkt, wo ich es erfahren habe von dem Interesse und jetzt zur Unterschrift. Und ja, ich bin voll fit. Die Vorbereitung dauert, glaube ich, in Österreich genauso lange wie hier in der zweiten Liga. Der Saisonstart wäre dort auch zum gleichen Zeitpunkt gewesen. Also von dem her kann es losgehen. Mit Matthias Honsack und Emil Karic sind bereits zwei Österreicher im Kader. Jetzt gibt es so eine kleine Österreich-Connection hier bei uns. Kannst du die beiden schon? Mit dem Karic habe ich tatsächlich in der Akademie früher in Linz zusammen trainiert, halbes Jahr oder Jahr. In Honsa kenne ich noch nicht. Hattest du mit Emil denn schon mal Kontakt vorher? Habt ihr über Darmstadt gesprochen schon? Ich habe ihn eigentlich gar nicht danach gefragt, weil ich so sehr überzeugt war von dem Schritt und mir alles gefallen hat, eben die Leute, das Umfeld und wir wollten es auch nicht groß herumposaunen, daher war es gar nicht nötig. Glaubst du, dass es ein Vorteil für dich sein kann, dass du hier im Kader direkt zwei Landsleute als Bezugsperson hast? Ja, ich denke schon. Ich denk schon. Es ist natürlich super, dass man wen hat, der die gleichen Sitten und Bräuche hat, sage ich mal. Aber ich habe kein Problem damit, mich mit anderen Leuten kennenzulernen oder ich bin ganz offen und einfach unkompliziert, sage ich mal. Dann kommen wir auch noch mal auf dich persönlich sportlich zu sprechen. Du bist defensiver Mittelfeldspieler, hast in der letzten Saison mit 9 gelben Karten die drittmeisten kassiert in der österreichischen Liga. Dürfen sich die Lien-Fans also auf einen aggressiven Abräumer freuen, der gerne mal zupackt, oder wie würdest du selber deinen Spielstil beschreiben? Ja, ich beschreibe die neuen Karten so, dass ich gern mal ein Statement setze am Feld, wenn es nötig ist. Wenn mal nicht so, ja, wenn der rote Faden verloren geht im Spiel und mal alles so ein bisschen schwimmt, dass ich gern so mal ein Zeichen setze und mal vielleicht ein härteres Foul oder einfach so die Mannschaft wieder so zu wecken. Und ja, aggressiv könnte auch zu mir passen. Aber das sollen dann andere beurteilen. Sehr gut. Welche persönlichen Ziele hast du dir denn für die kommende Saison gesteckt? Ja, ich will erstmal in der Liga ankommen, mich beweisen, zeigen, was ich kann mit und gegen den Ball und alles andere wird sich ergeben. Bei den Lilien wirst du mit der Rückennummer 43 auflaufen. Hat die Nummer eine besondere Bedeutung für dich? Die Nummer hat eigentlich keine besondere Bedeutung. War damals so, dass ich beim ersten Profivertrag die Nummer eigentlich zugeteilt bekommen habe und die hat mir damals gefallen und die will ich ja, durchziehen, solange es geht. Jetzt am Samstag steigt das erste Heimspiel, bei welchem auch wieder über 4000 Fans im Stadion sein dürfen. Wie groß ist bei dir die Vorfreude, hier aufs Böllenfalltor, aber auch erstmals die Atmosphäre hier zu erleben? Ja, als Österreicher kennt man einfach die Fans in Deutschland, ist trotzdem nochmal anders. Und dadurch, dass die letzte Saison auch keine Fans zugelassen waren bei uns, bis aufs letzte Spiel, dass ich durch die 9. gelbe Karte verpasst habe,
habe ich eben die ganze Saison ohne Fans gespielt und dadurch ist die Vorfreude extrem groß. Sehr gut, dann danke für das Gespräch und wir freuen uns auf dich. Danke.